Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und das ist... Dingsbums. Nach 4 Jahren intensivem Einsatz war mein Shakun-Headset, das Shark Zone H30, kaputt. Kabelbruch direkt an der Ohrmuschel. Aber auch so hat sich's ja schon ganz schön zersetzt. Ja, und ich hatte halt öfter die schwarzen Fusseln im Haar. Also war es Zeit, ein neues Gaming-Headset zu finden und warum wir uns für das HyperX Cloud 2 entschieden haben. Und wie zufrieden ich bin, erfahrt ihr hier. Seid Seid gespannt! Dieses Video wird euch präsentiert vom Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und tut nicht weh. Wir haben lange recherchiert, welches Gaming-Headset für uns in Frage kommen würde. Von den bereits hier auf dem Kanal getesteten Headsets wäre einzig das Razer X in Frage gekommen. Alle anderen waren mir zu groß oder hatten einen schrecklichen Klang. Aber wir wissen ja, das hat ja so fürchterlich geknatzt. Test hier oben. Fündig wurden wir dann bei HyperX mit dem Cloud 2 Gaming Headset in Schwarz. Es passt perfekt über meine Ohren, ohne mir gleich das halbe Gesicht mit abzudecken, wie das Shakun SGH2. Ja, das ist also das HyperX Cloud 2. Packen wir es doch mal aus. Das ist also das HyperX Cloud 2 Gaming Headset. Es besteht aus, also es ist schwarz und silber gehalten. Es hätte auch noch eine rote Variante gegeben, doch das hat nicht zu meinem Gaming Setup gepasst. Genau, die ganze Konstruktion besteht aus einem stabilen Aluminiumbügel. Der Bügel ist überzogen mit schwarzem Kunstleder mit dem HyperX Schriftzug und silbergrauen Nähten, also alles richtig schön edel. Und über diesen Bügel lässt sich der eben für die verschiedenen Kopfformen größer oder kleiner einstellen. Ich würde jetzt mal sagen, für richtig große Köpfe wird es hier wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wobei, also das ist die größte Einstellung. Bei mir würde das jetzt passen. Hat man einen größeren Kopf, wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Ich sage mal, das ganze Headset ist mehr für kleinere Köpfe gedacht. Und auch ganz leicht, rastet sauber ein und macht keinerlei knarzende Geräusche. Die Memory-Schaumpolsterung hier unten und auch an den Ohren ist mit so einem Softleder überzogen. Ähnlich wie bei anderen Headsets, also zum Beispiel auch dem Razer X. Und ich denke, das wird sich auch nach ein paar Jahren natürlich auflösen, wie auch schon bei unserem Shakun. Aber die sind austauschbar und es wird ein zweites Paar Polster mitgeliefert. Richtig, hier haben wir nämlich noch Velourpolster. Die kann man austauschen anstatt den Softledern. Was die bewirken, erkläre ich später noch. Also im Sommer atmet dadurch die ganze Ohrpartie etwas mehr als jetzt mit dem Softleder, da es auch nicht ganz so abgeschirmt ist. Und dadurch, dass man es eben wechseln kann, könnte man auch sich Softpolster nachbestellen, wenn die sich auflösen. Nur immer das oben ist das Einzige, was dann nicht mehr zum Wechseln geht. Aber erst einmal ist er so, wie er ist, super bequem. Das stimmt. Also auch nach stundenlangem Zocken sitzen die noch unheimlich angenehm auf dem Kopf. Und auch für Brillenträger wie mich werden einem hier nicht die Brillenbügel in die Wangenknochen gedrückt, also man spürt es gar nicht. Also es kommt hier kein Druck auf das Brillengestell. Was den Tragekomfort angeht, also schon mal Bestwerte. Ja, kann man sagen. Auch die restliche Verarbeitung kann sich aber sehen lassen. Also man kann, das Mikrofon ist ansteckbar, sodass man es, wenn man es nicht braucht, und nicht immer diesen Knüppel vor der Nase haben möchte zum Filme schauen oder falls man sich irgendwie nur Musik anhört, kann man es einfach abnehmen und das stört nicht mehr. Und das Kabel ist gesleeved und ordentlich lang. Richtig, die Kabel sind gesleeved. Bloß noch ganz kurz zum Mikro, das ist auch so ein Schwanenhalsmikrofon. Also kann man richtig schön biegen, so wie man es braucht. Die Kabel sind gesleeved. Das erste Stück ist 1 Meter lang. Wirkt jetzt erstmal ein wenig kurz, kommen wir gleich noch dazu.
Aber damit kann man natürlich sich das Ganze an ein Smartphone anschließen und Musik hören. Hat man nur so ein kleines Kabel, also nicht so ein riesiges Gebammel wie bei anderen. Und wenn man dann am Headset, also am Computer sitzt, dann ist hier nochmal ein 2 Meter langes USB-Kabel. Darüber wird es dann an PC angeschlossen. Auch das ist gesleeved. Und an diesen Kabels zum Ende hin eben der Controller angebracht. Hier wird einfach das Kabel eingesteckt, das man normalerweise zum Beispiel zum Smartphone schickt. Über die Steuerung kann man dann die Lautstärke der Lautsprecher und das Mikrofon regeln. Mit dem Knopf das Mikrofon muten oder eben auf 7.1 Sound umstellen. Und hinten haben wir dann auch noch einen Clip, mit dem man ihn zum Beispiel an der Hose befestigen kann, damit er nicht immer das Kabel irgendwo in der Gegend rumfliegt. Und der Klang ist fantastisch, zumindest von den Lautsprechern. Schon im normalen Modus hört man bei Spielen jeden Gegner genau an der Stelle, der er ist. Man hört sogar Granaten von sich weg oder herrollen. Also das ist schon beeindruckend. Der 7.1 Sound lässt einen noch ein bisschen mehr ins Spielerlebnis eintauchen. Aber für mich fast schon ein wenig zu aufdringlich. Das ist Geschmackssache. Mir persönlich hat es sogar noch ein bisschen besser gefallen. Vor allem an meinem großen 49 Zoll Samsung Monitor. Da wirkt es noch ein bisschen mehr, wie wenn man mittendrin ist. Was mich dann aber geflasht hat, war der Klang bei Musik und Filmen. Also das Ding, obwohl es ja nur ein Gaming-Headset ist, klingt besser als mein Sennheiser HT 450 BT und er kostet immerhin das Doppelte. Die Bässe sind knackig, aber nicht so dumpf und auch die Höhen klingen sauber und niemals verzerrt, auch bei höheren Lautstärken. Was aber zu erwähnen ist, mit den Velourpolstern klingt das Ganze dann ein bisschen dünner, weil anscheinend hier ein bisschen Sound oder halt Klang durch diese Velourpolster nach außen dringen kann, was die Softpolster in der Ohrmuschel halten. Man kann stundenlang Musik hören, ohne von irgendeiner Tonlage genervt zu sein. Leider ist das Mikrofon nicht mehr so gut wie das alte Shakun. Das stimmt. Verbaut ist nämlich ein günstiges Elektret-Kondensator-Mikrofon oder wie das Ding heißt, mit einer Kardiodricht-Charakteristik. Das heißt also, er nimmt nur von hier vorne auf den Sound, nicht von hinten. Also Tastaturgeräusche werden da nicht ganz so stark mit aufgenommen. Aber naja. Aber vergleich doch mal selbst mit ein paar bisher getesteten Headsets. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover. Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover. Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover. Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Noch ein kleiner Nachtrag zum Lieferumfang. Da war noch so eine Tasche dabei, so eine Mesh-Tasche, mit der man den Kopfhörer sauber aufräumen kann. Bei uns liegt er meistens ja eh am Tisch, wir ziehen mit dem nicht durch die Gegend. Ist nett, dass es dabei ist, brauchen tut man es nicht. Ja, unser Fazit. Für den Preis von ca. 70 Euro, wir haben es für 59 im Sale bekommen, bekommt ihr hier echt ein Top-Produkt. Es sieht schick aus, sitzt super bequem am Kopf und um die Ohren. Und ihr bekommt hier trotz seines Gaming-Headsets einen Top-Klang. Sowohl beim Gaming als auch beim Filme gucken oder Musik hören. Und das auch bei langen Sessions. Verarbeitung und Lieferumfang lassen auch keine Wünsche offen. Einzig das Mikrofon trübt ein wenig das Gesamtpaket. Dennoch muss man sagen, ist das Headset das erste Produkt in diesem Jahr, das unser Prädikat
preiswert, aber nicht billig bekommt. Denn für gerade mal 70 Euro bekommt man bei der etablierten Konkurrenz kein vergleichbares Produkt. Was haltet ihr von meinem neuen Headset? Wäre das was für euch oder bevorzugt ihr lieber einen anderen Favoriten, vielleicht eines der bereits getesteten Headsets? Schreibt es doch in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Bis bald!